Gleich mehrere deutsche Spieler bekamen die Tennisfans heute bei den Gary Weber Open zu sehen. Philipp Kohlschreiber, die aktuelle Nummer 18 der Welt zum Beispiel, der bei seinem ersten Auftritt gegen Carlos Belloc aus Argentinien einen äußerst souveränen und selbstbewussten Eindruck machte. Schon zum 9. Mal geht der 29-Jährige hier in Halle an den Start. 2011 hat er das Turnier gewonnen und heute nach seinem 6:3 und 6:1 Sieg trifft er im Achtelfinale nun ausgerechnet auf Tobias Kamke aus Deutschland. Grundsätzlich muss man nehmen, wie es kommt. Ich sag mal, in Deutschland spielt man wahrscheinlich immer lieber gegen Ausländer, weil die Stimmung da ein bisschen mehr hinter einem ist. Aber Tobi hat gut gespielt. Ich sehe es jetzt auch nicht so brisant. Wir kennen uns gut. Es wird ein faires Spiel und klar wird der Bessere gewinnen. Wir schenken uns nichts, aber wir wollen hoffentlich auch ein gutes Tennis zeigen. Philipp Petschner hatte am Montag während seines Doppels noch richtige Kunststücke gezeigt. Heute dann die schlechte Nachricht, seine Schulter, die ihn schon seit Wochen plagt, schmerzt so sehr, dass ein Einsatz im Einzel unmöglich ist. Sein zweites Match im Doppel will er, wenn es irgendwie geht, aber auf jeden Fall spielen. Die Hoffnung ist groß. Die Hoffnung stirbt doch zuletzt. Also von daher, ich hoffe, dass es gut geht. Ich kann es nicht voraussagen. Der Physiotherapeut ist sich noch nicht ganz sicher. Der hat gesagt, wenn wir Glück haben, dann ist die Entzündung, wird vielleicht in den nächsten oder über die nächsten Tage oder ein, zwei Tage weniger. Und das ist momentan das Hauptaugenmerk, dass ich einfach sage, ich versuche viele Übungen zu machen, mich viel behandeln zu lassen, einfach diese Entzündung wieder rauszubekommen und dann zu schauen, ob es eben fürs Doppel reicht oder nicht. Souverän im Achtelfinale steht bereits Florian Mayer, der gestern hier schon eine überzeugende Leistung abgeliefert hat. Er spielt zwar nicht mehr selbst, aber Rainer Schüttler ist nach wie vor beliebt und begehrt bei den Fans und bewertet die aktuelle Situation im deutschen Herrentennis äußerst positiv. Also ich finde ja das deutsche Tennis generell sehr gut. Viele reden immer schlecht über das deutsche Tennis. Wir haben immer gute Tennisspieler gehabt in der Vergangenheit und wir haben sie auch jetzt. Natürlich ist immer schade, wenn man keinen Top-10-Mann hat. Da guckt immer natürlich die breite Öffentlichkeit drauf. Weil wenn man sieht, in den ganzen Grand-Slam-Turnieren haben wir 7, 8, 9, teilweise 10 Spieler im Hauptfeld, was vielleicht Spanien noch hat, Frankreich und Deutschland. Also wir sind da trotzdem gut aufgestellt. Klar, ein junger Wilder müsste mal wieder kommen und auch die breite Öffentlichkeit ein bisschen aufrütteln. Aber das wird auch passieren. Also das deutsche Tennis ist gut. Der beste Deutsche, Tommy Haas, präsentiert sich in seinem ersten Einzel gegen Gulbis am Donnerstag seinen Fans.